ich muss Ihnen sagen, die Minuten rennen dahin und ich bin schon ganz schön nervös, weil es ist irgendwie spannend zu erleben, was jetzt alles auf uns zukommt, wie die Damen sich präsentieren werden, welche Auswahl der Kleider sie finden. Und ich weiß ja nicht, aus welchem Bundesland Sie jetzt kommen, die gerade zuschauen. Ist ja klar, dass man gerne möchte, dass sein Bundesland gewinnt. Aber ich kann Ihnen sagen, man muss wirklich da schauen, wer kann unser Land vertreten. Also nicht nur, welche Teilnehmerin aus dem Bundesland gewinnt, sondern wirklich, wer hat die Ausstrahlung, das Charisma und natürlich auch den Grips, um uns zu präsentieren. Also bleiben Sie dabei und schauen Sie mit. Und Sie können sich vorstellen, die ganzen Teilnehmerinnen stehen jetzt schon fast hinten vor der Bühne und warten darauf, dass sie halt loslegen können und sind schon ganz gespannt und trainieren schon ihr Lächeln, damit es auch alles passt und überlegen sich nochmal, welchen Satz muss ich sagen und ich muss mich ja vorstellen, wie mache ich das am besten. Und meistens ist die Vorstellung halt so, dass sie sagen Name, Beruf, Alter und dann werden noch ein paar Fragen gestellt zu einem selbst. 2014 und ich finde es toll, was man hier alles für Bilder sehen kann, die Filme, die wieder gezeigt werden. Es ist wirklich, man kann wieder eintauchen in die Zeit bei der Miss Germany-Wahl oder auch damals, wie das war, im Missencamp. Also es ist wirklich toll. Holt positive Erinnerungen wieder zum Vorschein und darüber mag man natürlich gerne nachdenken. Auch die Fotos bleiben immer in Erinnerung. Und liebe Zuschauer, vielleicht denken Sie auch mal, meine Tochter könnte ja auch mal bei so einer Wahl teilnehmen. Warum nicht? Einem werden so viele Türen geöffnet. Schauen Sie, ich darf auch hier bei Pearl TV moderieren. Und ich sage Ihnen nur, es geht nachher nochmal weiter. Bleiben Sie also hier am Ball und schauen Sie schön zu. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Bis gleich. Vielen Dank. Kathi hat einmal übergeben ins Studio bei uns bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Und das Schöne ist, wir können das Ganze genießen. Und das war ja wirklich gerade ein Augenschmaus. Eine Teilnehmerin schöner als die andere. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich bin froh, dass ich nicht in der Jury sitzen muss. Denn es ist wirklich die Qual der Wahl. Also Sie haben so viele Schönheiten. Wen soll man jetzt wählen als Miss Germany 2015? Und die Damen ziehen sich jetzt gerade um in Bademode. Es sind ja 24 Missen, wie auch Kathi schon gerade erwähnt hatte. Und im Hintergrund läuft jetzt gerade das Europapark-Video. Und vielleicht haben Sie auch aufgepasst und bemerkt, es gibt auch eine Miss Pearl TV. Ich bin ja mal gespannt, wie sie Ihnen gefällt. Also ich kann nur sagen, meine persönliche Meinung, ich finde sie sehr hübsch. Und alle haben natürlich toll moderiert, beziehungsweise im Interview schön gesprochen, klar und deutlich. Das ist auch immer wichtig. Und ich weiß noch, vor 2010, wo ich auf der Bühne gestanden habe. Ich war so nervös. Mir blieb wirklich die Spucke weg. Also ich hatte gar keine Stimme und war so richtig zitterig und musste erstmal tief Luft holen, damit das alles ja ganz normal gesprochen werden konnte. Ja, ich kann nur sagen, es sind unglaubliche Momente. Es geht alles ruckzuck schnell vorbei und ja, dann zieht man sich wieder um, zieht halt eben die Bademode an und nachher kommen noch Abendkleider. Also bitte bleiben Sie dran. Jetzt kommt noch eine schöne Sendung von Pearl TV. Also bis gleich, Schauer, das tut mir sehr, sehr leid, aber die Stimmung scheint sehr, sehr gut zu sein im Europapark Rust, aber wir versuchen es später noch einmal. Also ich kann nur sagen, gleich kommen die wunderschönen Damen wieder auf die Bühne und haben Bademode an. Und dann müssen sich die Juroren entscheiden und auf den Leinwänden im Hintergrund werden Fotos vom Missencamp entscheiden. Die Fotos wurden unter anderem auch von Philippe Ribeiro gemacht, der immer bei den Misswahlen dabei ist und macht immer beim Missencamp auch Fotos sehr zu empfehlen. Und das Schöne ist, diese Bilder kommen im Hintergrund auf den Leinwänden und somit konnten sich natürlich die Jury oder die Juroren auch entscheiden, wen sie tatsächlich haben möchten als Miss Germany. Denn es ist wirklich nicht einfach bei den ganzen, als ob sie bei einer Victoria's Secret Show dabei gewesen wären. Es war wirklich unglaublich sagenhaft klasse gemacht. Und jetzt, liebe Zuschauer, haben die Juroren ihre Entscheidung getroffen und die Top 8 wird jetzt gerade gewählt. Das heißt also, die Damen ziehen sich jetzt hinten wieder um und zwar in ihre Kleider natürlich und dann wird entschieden, wer weitergekommen ist. Die Top 8 heißt also, dass daraus wieder aus den Top 8 drei gewählt werden. Die Miss Germany, die zweite und drittplatzierte. Und das Schöne ist natürlich, dass im
Grunde genommen sind alle Gewinnerinnen, weil alle haben mindestens zwei Wahlen gewonnen. Einmal die Städtewahl und einmal die Bundeslandwahl oder eben Miss Internet oder Miss Pearl TV oder Miss Photogenic. Das ist ja egal, welcher Titel. Aber es sind ja alles Siegerinnen. Und sie haben es so weit geschafft, sind auf der Bühne gewesen. Deswegen sehen wir das ganz positiv. Also bleiben Sie weiterhin dabei und es wird immer spannend. Jetzt der Fall, dass die Juroren ja gar nicht mehr entscheiden können. Die Entscheidung ist ja schon getroffen und jetzt werden die Top 3 gewählt. Und liebe Zuschauer, das ist natürlich ganz schön schwer, das jetzt einfach zu treffen. Und die Dame wird ein ganzes Jahr die Miss Germany Corporation repräsentieren, Deutschland repräsentieren. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Ich kann Ihnen verraten, meine Favoritinnen sind weitergekommen. Da freue ich mich natürlich ganz besonders. Aber auch die anderen Teilnehmerinnen sind wirklich sehr, sehr hübsch gewesen und haben sich auch im Interview gut präsentiert. Also von daher sind in meinen Augen alles Gewinnerinnen. Und von daher kann jede Einzelne sehr stolz auf sich sein. Ganz klar. Also dranbleiben. Der zweiten und drittplatzierten und allen anderen Teilnehmerinnen wünschen wir auch weiterhin ganz viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen sehr gut gefallen. Es ist aber wichtig, dass Sie nicht abschalten, sondern dranbleiben, denn es wird noch ein Interview geben mit der Olga Hoffmann und sie wird jetzt mal berichten später, wie es ihr jetzt geht als neu gekürte Miss Germany. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Sie hat ja wirklich über beide Ohren gestrahlt und sich riesig gefreut. Und auch als Harald Glöckler kam mit seiner designten Krone. Und das war ein bisschen schwierig, die auf den Kopf zu bekommen, weil die natürlich ziemlich groß war. Aber es hat schlussendlich alles gepasst, weil Franzek war vor Ort und hat die nochmal festgemacht mit Haarspangen. Und man sieht also eben gerade auf der Bühne waren ganz viele Fotografen, Journalisten. Und wie gesagt, bleiben Sie dran, es lohnt sich. Olga Hoffmann, die frisch gekürte Miss Germany 2015, wird noch ein ganz tolles Interview von sich geben. Von daher bleiben Sie dran, es ist nach wie vor spannend. Ganz wichtig, dranbleiben. Bis gleich.